Hallo und willkommen, meine Freunde, zurück zum Gas Station Simulator bzw. zum Tankstein Simulator. Ich gehe mal eben ein Auto knacken. Komm, mal gucken, was ist, wenn wir erwischt werden. Durchschnittlich. Dann testen wir es mal, oder? Oh, der erste ist schon platt. Zack, was haben wir? Eine Silberlampe haben wir bekommen. 8 Dollar. Die hilft uns aber jetzt auch nicht weiter. Mal die im Inventar, ne? Wobei, die könnten wir doch eigentlich wohl hier hinstellen, oder? Wenn der Kunde, dem fällt doch bestimmt auf, dass da irgendwie mal. Dann denkt er sich, hä, die kenne ich doch irgendwo her. Woher haben wir die denn? Eine Pflanze hatte ich doch gerade auch hier. Da habe ich gesehen. Kann man auch hier schön irgendwo in eine Ecke stellen. Immer schöner aussieht, ne? Guten Tag. Da möchte jemand tanken. Sehr schön. Meine Befürchtung ist jetzt halt nur, ich muss jetzt irgendwann wieder Kraftstoff kaufen und, ja, ich müsste rein theoretisch die Werkstatt für 300 kaufen, aber ich habe auch noch jede Menge Waren, die verkauft werden müssen. Das ist jetzt totes Kapital, was da rumsteht, ne? Das müsste eigentlich weg. Das ganze Zeugs. Er steht an seinem Auto. Ich kann nichts knacken hier. Schade, schade. Und die Polizei. Oh, hoffentlich haben die mich nicht angezeigt. Paar Sachen noch reinschmeißen, dass wir hier den Plunder mal vom Hof bekommen. Ne? Das sieht ja schrecklich aus. Ja? Also wir haben da etliche Container, hier abgeholt werden müssen. Etliche Container. Hier steht auch wieder Proll rum. Das wird noch dauern, Freunde, bis dass die Tankstelle wirklich läuft. Wollten Sie nichts kaufen? Junge Frau, wollten Sie nichts kaufen? So, 205. 300 kostet die scheiß Werkstatt, ne? Nicht genügend Geld. Unser Warenhaus sollten wir auch mal. Wir könnten es erhöhen, aber. Ne, das lassen wir am besten nochmal. Wie viel Sprit haben wir noch? Wir haben 116 Liter, das passt noch. Kommen wir noch mit hin. Da kommt ein Van, der tankt jetzt mal richtig voll. Guten Tag, der Herr. Ja, wir tanken einmal. Ist im Service drin, jawohl. Ja, das tut gut. Zack. Bitteschön. So, 247. Er kauft sich eine Cola jetzt. Die wollen alle scheiß Limonade haben. So, dann legt mal auf den Band. Für T-Shirt hat das Geld wahrscheinlich nicht gereicht. Thanks a bunch. Jawohl. Dankeschön. Die Leute nie saubere Füße haben. Ich sehe es nicht. Brauche mich jetzt auch nicht die Dings zu holen. Guten Tag. Die Müll, weil das kostet wieder Geld, ne? Und wir sind halt knapp bei Kasse. Ja, kein Problem. Guten Tag, die Dame. Wie viel Müll laden die Leute denn hier ab? Also das ist schon hardcore, ne? So, ich leg meine Bewaffnung hier wieder hin. Bräuchten mehr Parkplätze.
glaube, wir sind hier im Putzsimulator. Guten Tag, ich habe gerade noch etwas getrunken. Dame. So, Scan-Bonus 23 haben wir übrigens, ne? Sehr schön. Oh, was passiert? Die Population ist so gestiegen, dass wir ein neues Level erreicht haben. Sehr gut. Guten Tag. Thanks a bunch. Jawohl. Guten Tag, der Herr. Jawohl, danke schön. Tschüss. So, wer hupt denn hier? Guten Tag, die Dame. Oh, die möchte aber richtig gut Sprit haben. Jawohl, danke schön. So, wir können die die Dings kaufen. Wir kaufen die einfach mal, damit wir die Aufgabe erfüllt haben. Zack. Und jetzt haben wir schon eine Werkstatt, Freunde. Sehr gut. Natürlich haben wir noch keine Waren dafür und alles. Und die müssen wir dann auch wieder... ich muss gleich mal die Tankstelle zumachen. Aber jetzt muss erstmal der Geldfluss rein. Habt ihr gesehen, was die hier, wie die Tankstelle hier aussah? Boah, ist die dreckig. Boah. Da möchte ich aber nicht wirklich drauf gehen. So, von außen, wie sieht denn aus hier von außen? Das ist ja eigentlich noch okay. Ja. Ich möchte Tortilla-Chips haben, haben wir aber nicht. Ich habe eine neue Mail. Du hast eine neue Mail, eine neue Mail, eine neue Mail. Herzlichen Glückwunsch, mein kleiner Neffe. Deine Tankstelle ist groß geworden. Um eine funktionierende Werkstatt einzurichten. Gut gemacht. Aber nun auf die Lorbeeren ausruhen. Es gibt viel zu tun. Deine Aufgaben an Autos erledigen ist nicht schwer. Und die Reparatur eines Autos, okay. Also, wie gesagt, dann wird uns so die Werkstatt erklärt. Aber ich hatte damals bis zur Werkstatt im Prolog gespielt und weiß, wie es funktioniert. Das erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist. So. Jetzt müsste man auch eben schauen, wie viel Sprit haben wir noch. 84 Liter übrig. Sollen wir nochmal 100 ordern? Kann ich es mir leisten, die 100 zu ordern? 2 Liter pro Dollar. Komm, ich stell mal nicht genug Geld. Guten Tag. Aber wir haben nur 37 Dollar, sehe ich gerade. You're amazing. Ja, danke schön. Empfehlen Sie uns weiter. So. Dann gucken wir mal, was hier wirkt. Da kommt ein Kunde rein. Guten Tag, der Herr. Ja, dann schaue ich mir eben Ihr Auto an, ne? Was haben wir denn hier? Also. Was benötigen? Wir fahren wir erstmal hoch, die Karre. So, drei Teile zu reparieren. Da sehe ich schon vorne der Reifen, die Türe. Hier würde ich sagen, fangen wir mit der Türe an, nehmen uns hier so eine Spritze und machen die Kratzer weg. Das hätten wir schon mal erledigt. Nehmen wir uns einen Reifen. So.
Und jetzt fehlt uns noch eine Reparatur. Aber welche Reparatur? Was ist noch kaputt hier an der Kiste? Bin mir nicht sicher, was noch kaputt sein soll. Also der Reifen ist in Ordnung, der Reifen ist in Ordnung, der Reifen ist in Ordnung. Was soll noch kaputt sein? Spiegel vielleicht. Spiegel könnten kaputt sein, richtig. So, ich brauche einen Spiegel. Dann nehmen wir hier einen Spiegel. So. Setzen wir den neuen Spiegel ein und dann war es das. Jawohl. Dann wünsche ich eine angenehme Weiterfahrt, ja? So, natürlich müssen wir wie immer wieder hier mal erstmal aufräumen, ne? So. Felge noch weg. An der Kasse stehen zwei Leute. Streichen machen wir später, ne? Guten Tag. Oh, warum haut die ab? Ah, weil es hier so voll ist mit dem Öl. Oh, hier mal leer und hier mal leer. Kann keine Daumen nach unten gebrauchen. Zack und zack. So, dann lassen Sie mal rollen, ja? Ihre Waren aufs Band. Zack, zack. Have a nice day. Ja, Sie auch. Wiedersehen. Guten Tag, der Herr. Lassen Sie es schmecken. Jawohl. Tschüss. Soll das Belt sauber machen, irgendwie? Guten Tag, die Dame. Kann ich das nicht sauber machen, ne? Zack. Jawohl, tschüss. So, da ist jemand, der möchte tanken. Hallo. That'll do. Jawohl, auf Wiedersehen. So, dann würde ich gerne schnell Sprit bestellen. Lieferung. Ja, Autoteile machen wir später. Ich stelle jetzt erstmal für 100 Liter. Dass das schon mal da ist. So, dann müssen wir ein paar Autoteile bestellen. Ne? So, was brauchen wir denn? Level 1. Okay. Nehmen wir mal ein Reifen. Einmal, ne, ein Kratzmittel. Und einmal Spiegel. Habe ich jetzt alle drei gekauft oder was? Warte. In den Warenkorb. In den Warenkorb. Und in den Warenkorb. Kann ich das bezahlen oder eben nicht? Nicht genug Geld. Okay. Dann löschen wir das mal hier. Wartet mal, nochmal neu. Wir müssen aufpassen, wann wir das kaufen. Also ich kaufe jetzt erstmal einen Reifen. So, kaufen wir den. Nehmen wir zwei sogar. Bestellung. Zack, haben wir gemacht. Gut. Oh, der Cowboy. Guten Tag. Ah, mein Bonus kaputt. Verdammte Axt, Mann. Weil das Dings dreckig ist, ne? Hallo, die Dame. So. Jetzt läuft aber hier unsere Tankstelle, wa? So, was ist da hinten los? Ich hab da hinten irgendwas. Oh, da ist der Benzinmann da. Verdammte Axt. Hallo. Oh, ich höre ihn. Ich höre ihn. Wo ist er? Wo ist der kleine Spacko? Haust du ab, du? Haust du ab, du? Und jetzt mach dich weg, mein Freund.
Hat er mir jetzt irgendwas vollgesprüht hier? Immer diese kleinen Kinder da. Ja, hier hat er was hingesprüht. Dann muss ich das mal erledigen. Verdammte Axt, Mann. Da. Als hätte man nicht genug Arbeit, ne? Mit der Tankstelle. Nein, dann kommen die da vorbei und sind da noch alles am Besprühen und schlimm, schlimm, schlimm. So, er ist, ja, ich mach dir die Türe doch auf, Junge. Bleib doch mal locker. So, zack. Auf Wiedersehen, darfst du da fahren. Ach, nee, nee, nee. Da ist ein Kunde auch noch. Guten Tag, der Herr. So, zwei Teile haben sie. Einmal hier ein Reifen kaputt. Was haben sie noch? Da wahrscheinlich die Tür zerkratzt, ne? Mal hier den Reifen dran setzen. Das schon mal geklärt. Einen haben wir schon erledigt. Spiegel vielleicht. Ja, Spiegel kaputt. Immer der Spiegel kaputt. So ihr euch alle immer die Spiegel kaputt fahrt, verstehe ich nicht. Aber 180 haben wir bekommen. Das lohnt sich mit der Werkstatt hier. Die spült uns richtig Geld in die Kassen. Guten Tag, die Dame. Oh, jetzt kriegen wir wieder. Muss das Band, glaube ich, sauber machen. Ja, machen wir. So, komm schnell. Guten Tag. Muss mich, mich um die Müll kümmern. Jawohl, tschüss. Bevor die mich nämlich hier... Ja, sehe ich nämlich. Genau, das wollte ich vermeiden. Die Daumen runter. Oh, jetzt artet das hier wirklich in Stress aus. Was liegt denn da? Ja. So, ich hatte doch einen Schlüssel nach. Können wir mal hier sauber machen. Die sehen, dass ich hier gerade am Putz... Da schmeißt die was dahin. Habt ihr das gesehen? Die verdammte. Kann doch nicht wahr sein. So. Guten Tag. Hallo. Ich bin doch hier. Jetzt verlangen die aber alles von uns ab hier. Level 3 geht immer weiter nach unten. Ein Auto betanken, Kunden, der möchte was zu trinken haben. Haben wir einen in der Werkstatt. Und von ein bisschen Geld verdienen, nein. Verdammter. So, er geht auch wieder raus. Weil er nichts zu trinken gefunden hat. Wir müssen mehr Sortiment haben. Aber es ist hart. Es ist wirklich hart, die Tankstelle zu betreiben.
Keine Frage. Ich würde ja gerne mal ein Auto aufknacken von der Polizei, aber. Und wenn wir hier die mal wegschmeißen und wir müssen jetzt früher oder später die Müll kommen lassen, denn der Müll, der staut sich hier schon wieder. Meine Wurfgeschosse hier. Aber eigentlich kann ich ja, ich könnte ja ein paar Waren bestellen, ne? Es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt kein Geld. Wir müssen gucken, wie viel Sprit wir noch haben. Ich glaube, wir Sprit hatten wir gerade bestellt, ne? Kann das sein? Sprit haben wir noch 161 Liter. Dann würde ich jetzt eben was bestellen. Und zwar Getränke, ne? Oder wir können hier auch aufstocken, eigentlich, ne? Lieferung erstmal. So, Produkte war das, ne? So, die wollen alle diesen komischen Saft hier haben, ne? Kaufen wir den mal. Und, ein paar Snacks vielleicht noch. Ja, zack. Mal die bestellen. Was kostet 6? Oh, da können wir mehr eigentlich schon bestellen. Bestellkosten 177 Dollar. $222 Dollar. Aber ich bestelle das erstmal. So, dann hätten wir das schon mal da. Können wir mal die Werkstatt eben auffüllen gehen? Wir müssen die Werkstatt eigentlich auch mal streichen, ne? So, Place All. Da hatten wir ja die zwei oder drei bestellt gehabt. Hier können wir später auch noch auffüllen. Ja, und dann wird es mal langsam Zeit, dass wir uns über Mitarbeiter Gedanken machen, ne? So, ihr seht, wir hatten gerade wieder $300, jetzt haben wir wieder nichts mehr, ne? Da kommt der Lieferant, ja. Ihr wollt alle Chips haben, ich weiß, die Ware ist unterwegs, Freunde. Die Ware ist unterwegs. Gleich vergrößern wir unser Sortiment, keine Frage. Da kommt der Lieferant schon. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle auf jeden Fall Schluss und wir betanken den noch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Und ich sag dann mal, wenn hier voll getankt ist, tschüss, ciao und bye bye.